Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch heuer im Zuge des Ferienpasses der Tag bei der Feuerwehr Bruck an der Mur statt. Kommandant-Stellvertreter Klaus Kreimer und seine Kollegen stellten für die Kinder ein abwechslungsreiches Programm zusammen. Der Tag bei der Feuerwehr ist seit vielen Jahren Teil des Ferienpasses. Wie wichtig ist dieser Tag für die Feuerwehr? Für uns, für die Feuerwehr, ist dieser Tag sehr wichtig, weil das ist für uns gleichzeitig Jugendwerbung. Es wird immer schwieriger, Jugend zu uns zur Feuerwehr zu bringen. Die Jugendlichen dürfen mit dem vollendeten 10. Lebensjahr zur Feuerwehr gehen und ab dem 15. Lebensjahr gehen sie in den Aktivdienst über. Anhand von 3 Stationen sollte den Kleinen die Aufgaben eines Feuerwehrmannes vereinfacht dargestellt werden. Hierbei durfte der Spaß natürlich nicht fehlen. Wie gefällt es dir hier? Ganz cool. Weshalb hast du dich angemeldet? Weshalb hast du dich angemeldet? Wegen der Drehleiter. Würdest du selbst gerne einmal zur Feuerwehr gehen? Ja. Was weißt du über die Feuerwehr? Damit sie das Feuer löschen. Wie gefällt es dir hier? Cool. Es gefällt mir sehr. Weshalb hast du dich angemeldet? Wegen der Drehleitung. Und möchtest du selbst einmal zur Feuerwehr gehen? Ja. Wie ist die Begeisterung der Kinder heute? Die Begeisterung ist gut. Und wir haben ein paar Stationen aufgebaut. Und wir haben ja leider durchs Covid voriges Jahr nicht teilnehmen können am Ferienpass. Und wir haben das heuer etwas umgestellt in 3 Gruppen, also in 3 Zeiteinheiten mit weniger Kindern, dass wir auch Covid-Einhalt gebieten. Neben der Drehleiter, die für alle für reichlich Aufregung sorgte, war ein Highlight das Ziel mit dem Wasserschlauch. Anstatt auf Feuer wurde hier auf Pappfiguren der Simpsons gezielt. Zu den Bereichen der Feuerwehr gehört längst nicht nur mehr das Löschen. Was gehört sonst noch alles dazu? Es gibt fast kein Thema, was die Feuerwehr nicht bewältigt. Wir haben zurzeit mehrere Schlangenbergungen, die wir aus verschiedenen Garagenwohnungen holen müssen. Verkehrsunfälle, technische Einsätze. Zum Glück sind wir noch mit den Unwettern etwas verschont geblieben, aber die gehören sonst auch zu unserem Aufgabengebiet. Wie sieht die Ausbildung eines Feuerwehrmannes im Detail aus? Er wird hier intern geschult, dann gibt es eine Grundausbildung 1 mit Fragen, dann gibt es eine Grundausbildung 2, die ist in der Feuerwehrschule ein Tag und dann kann der Feuerwehrmann zu den Kursen verschiedenster Tätigkeiten in der Feuerwehrschule teilnehmen. Eine weitere wichtige Fähigkeit wurde den Kindern auch noch vermittelt, der Umgang mit den Feuerlöschern. Obwohl hier zu Beginn einige noch Schwierigkeiten hatten, waren die Kinder am Ende des Besuchs bei der Feuerwehr beinahe schon Profis im Bereich der Feuerwehr. Vielleicht wird ja eines der Kinder selbst einmal im roten Löschfahrzeug für Sicherheit sorgen.